Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, zum DZ-Bank-Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Wir haben wieder Montag, 19 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich heiße immer noch Christoph Kraus, herzlich willkommen und schön, dass Sie heute Abend wieder so zahlreich mit dabei sind. Ja, der DAX hat heute wieder ein Jahreshoch gemacht, 10.820, perfekt eigentlich, und da wollen wir auch gleich drüber sprechen, wie es denn so aussieht. Beim DAX. Wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie es bei einzelnen Aktien so aussieht. Dazu begrüße ich heute Abend den Sebastian Hoffmann von PrimeQuants, der uns über seine Analyseplattform gleich dann auch nochmal die verschiedenen Basiswerte analysiert. Und wie zu Beginn eigentlich immer, die rechtlichen Hinweise kurz, wobei ich kann Ihnen zuerst mal noch die Agenda kurz zeigen. Der Sebastian wird zuerst mal rückblicken auf die vergangenen Trades, die wir letztes Mal besprochen haben. Da auch nochmal aufzeigen, wie die sich bis jetzt entwickelt haben quasi. Dann kommt der Sebastian mit den Trading-Ideen zu den verschiedenen Aktien und zu den Indizes. Und ich werde Ihnen dann zu den ausgewählten Basiswerten dann auch über unsere bekannte Plattform bei Guidance die Basiswerte bzw. die Trading-Strategien dann aufzeigen. Christoph, ich darf dich Jetzt hier sehe ich einmal gerade, unterbrechen, weil ja, ich sehe deine gerade, Folie der blinkt. Bildschirm wackelt, ja, sehe ich auch. Wir machen es so, der Sebastian, Moment, ich mache noch kurz rechtliche Hinweise und dann sollten wir gleich durchgehen. Ich hoffe es, dass Sie die rechtlichen Hinweise sehen. Ich sage Sie einfach kurz wie immer. Unser Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider. Alle Produkthinweise dienen lediglich zu Demonstrationszwecken und wir können natürlich keine Anlageberatung übernehmen. Hebelprodukte beinhalten ein Risiko, und zwar das Totalverlustrisiko, und Sie sollten auch das Ausfallrisiko des Emittenten beachten. So viel zu mir, und ich würde jetzt sagen, Sebastian, übernimm du mal bitte den Bildschirm, und ich wünsche uns alle viel Spaß bei den nächsten 60 Minuten bei den unterschiedlichen Analysen zu den Basiswerten. Viel Spaß. Ja, dann auch von mir einen schönen guten Abend in die Runde. Gleich zu Anfang erstmal die Frage, flackert mein Bildschirm auch oder ist alles in Ordnung? Nein, wir sehen deinen Bildschirm, der ist gut. Ich schau mal, was bei mir der Fehler war. Aber jetzt Alles klar. zuerst mal du mit deinen Analysen bzw. mit dem Rückblick. Alles klar. Gut, starten wir. Ja, das Bild hier ist ein bisschen sinnbildlich für die letzten Tage, die wir so am Markt erlebt haben. 50 Tage ging es nur seitwärts, 50 Tage Seitwärtsrange im DAX. Heute neues Jahreshoch. Es sieht so danach aus, als wenn wir diese Seitwärtszone nach oben verlassen könnten. Das wollen wir uns nachher auch mal in der DAX-Analyse dann anschauen. Zunächst aber einmal einen Rückblick auf das, was wir beim letzten Webinar gesagt hatten. Das Webinar war vom 5. September, ist also schon ein bisschen her. Wir hatten uns damals den DAX eine Long-Strategie zurechtgelegt und hatten gesagt, dass wir bei 10.350 Long in den DAX einsteigen wollen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also im DAX war das eigentlich unser Setup richtig. Im MDAX hatten wir gesagt, dass wir oberhalb von 22.000 Punkten eine Long-Position aufbauen wollten. Das ist nicht passiert. Der MDAX hat 22.000 Punkte bislang noch nicht überboten. Wir hatten Hella besprochen, einen Wert aus dem MDAX. Dort wollten wir bei 35 Euro aktiv werden. Sind auch reingekommen. Noch hängt die Aktie so ein bisschen unter 35 fest. Heute 34,60. Also Setup ist noch in Ordnung, aber der Daumen geht noch nicht ganz nach oben. Dann hatten wir BASF besprochen. Bei BASF hatten wir Pech. Wir hatten da ein Dreieck, wurden aber ausgestoppt. Auch das schauen wir uns gleich nochmal im Chart an. Also dementsprechend Daumen runter. Wir hatten Anheuser-Busch besprochen. Dort wollten wir eine Long-Position eröffnen, wenn im Bereich von 114. Das wurde auch aktiviert. Da sind wir jetzt drin und ganz leicht im Plus. Und wir hatten die Totalaktie besprochen, wo wir auch ausgestoppt wurden. Aber auch das gucken wir uns jetzt im Chart an. Das war unsere Analyse vom letzten Mal beim DAX.
Wir hatten so einen Dip nach unten noch erwartet, also dieser volumenarme Korridor, der sich dort zwischen 10.300 und 10.700 Punkten erstreckte. Wir haben damit gerechnet, dass der Markt noch einmal zurückkommt, eventuell ein Pullback vollzieht auf die langfristige 2015er Abwärtstrendgerade. Und im Endeffekt, wenn wir uns jetzt mal den Chart anschauen, ist es auch so gekommen. Der Markt hat sich quergeschoben, hat mehrfach den Bereich von 10.300 Punkten auf den Prüfstand gestellt, hat auch mehrfach die Abwärtstrendgerade getestet von oben und ist dann aber, wie erwartet, wieder nach oben gedreht und konnte sich jetzt zuletzt auch über 10.800 Punkte schieben. Das gucken wir uns nachher noch einmal im Detail an in unserer Analyse. Jetzt hier bei dem Rückblick schon mal, also das Setup schon mal funktioniert. Ja, und 0,36% Stand Freitag. Hier noch einmal zur Visualisierung die relevante Unterstützung. Im MDAX, genau, da hatten wir das Setup, über 22.000 Punkte wollten wir eine Long-Position aufbauen, ist nicht eingetreten. Der MDAX hat sich auch, genauso wie der DAX, ist seitwärts gelaufen, ist aber unterhalb dieser Marke geblieben und dementsprechend auch hier noch kein Trade. Wir halten aber an dem Setup fest. Wir haben in unserem Trading-Service das Ganze ein bisschen vorgezogen, sind also jetzt spekulativ im MDAX auf der Long-Seite engagiert und rechnen damit, dass der Markt noch in den nächsten Tagen, Wochen nach oben ausbricht. Aber auch dazu mehr nachher bei der DAX-Analyse. Und der MDAX hat knapp 2% verloren seit unserem letzten Webinar. Hier noch einmal die 22.000er-Marke, die nicht erreicht wurde. Schauen wir auf Heller. Heller hatten wir einen Dip erwartet, dass wir erstmal an dieser Volumenspitze bei 37 Euro wieder nach unten abdrehen. Und wir haben damit gerechnet, dass der Markt zumindest auf 35 kommt. Es ging ein Stückchen noch tiefer hinab. Also dieser volumenarme Korridor wurde komplett ausgenutzt. Und die Aktie ist sogar unter 35 bis zur nächsten Volumenspitze im Bereich von 34 zurückgefallen, stabilisiert sich dort jetzt. Aber unser Setup ist hier, wir sind also drin, wir wurden eingestoppt in unseren Long Trade. Und hier genau dieser Bereich ist das, wo es jetzt hier runterging. Und wir halten auch daran unverändert fest, weil jetzt die Chance besteht schon, dass wir noch einmal durch diesen, ich habe es mal gelb markiert, durch diesen volumenarmen Korridor nochmal oben an diese 37 heranlaufen und dann auch langfristig weiter noch ausbrechen. Also wir bleiben auch hier in unserem Trade drin, der eigentlich so aussieht, dass es jetzt mit ein bisschen Geduld im Bereich von 37 dann schon in Richtung 40 Euro dann gehen sollte. Aufpassen müssten wir allerdings nur, wenn jetzt dieses Tief bei 34 nochmal unterboten wird. Also wenn auch die Volumenspitze jetzt bei 34 nicht hält, dann wäre damit zu rechnen, dass das bis auf 31 Euro zurückgeht bei Heller. Und da könnte man da nochmal versuchen, ansonsten jetzt den Stop vielleicht ein bisschen näher ranziehen und dann so im Bereich von 33,70 platzieren, also knapp unter diesen Tiefs. Ansonsten bleiben wir aber drin in unserem Long Trade. BASF hatten wir ein Dreieck. Die BASF-Aktie hat auch 9% zugelegt. Ich kann auch einmal zurückschalten. So war unsere Analyse vorher. Wir wollten einen Long Trade eröffnen, wenn der Ausbruch nach oben kommt aus dem Dreieck. Wir wollten dann dementsprechend einen Short Trade eröffnen, wenn der Ausbruch nach unten passiert wäre. Der Ausbruch nach oben kam zuerst. Hier dieser kleine Bereich, hier noch einmal das Dreieck, um das es sich handelt. Und hier hatten wir den Ausbruch nach oben, es war ein Fehlausbruch, es ging erst direkt zurück, was mittlerweile immer häufiger bei Dreiecken zu sehen ist, dass der Ausbruch in eine Richtung angetäuscht wird und dann die Bewegung eigentlich in die entgegengesetzte Richtung kommt. Das gucken wir uns nachher auch nochmal bei der Volkswagen-Aktie an und da wollen wir dann auch einen entsprechenden Trade drauf machen. Hier hat es leider nicht geklappt, wir hatten den Stop ein bisschen zu eng, der bei 71 sind wir dann rausgeflogen. Ansonsten ging es schon in die richtige Richtung, BASF hat ordentlich zugelegt. Wenn wir uns jetzt mal hier die Chartanalyse jetzt mal aktuell machen, hier sind wir am oberen Ende dieses Trendkanals, der sich seit Juli ausgebildet hat, ist die Aktie nach oben ausgebrochen und könnte jetzt durchaus noch bis in diesen Bereich von 81 oder auch 83 Euro ansteigen, solange es oberhalb dieser oberen Trendkanalbegrenzung bleibt. Short Trade, beste Chancen wahrscheinlich dann erst später, oberhalb dann so in diesem Bereich
85, 50. Da oben, da könnte man dann nochmal einen Short Trade riskieren. Sich jetzt gegen den Markt zu stellen, würde ich nicht machen. Also natürlich könnte man damit rechnen, dass es, wenn es nochmal in den Trendkanal runtergeht, wäre nochmal Potenzial für ein größeres Pullback da. Aber BASF hat zuletzt doch einen recht stabilen Eindruck gemacht. Also favorisierte Richtung erstmal nach oben weiterhin und dann eventuell später nochmal im November oder Dezember nochmal ein Short-Kandidat dann im Bereich von 85, 50. Anheuser-Busch, das war unsere Analyse von Anfang September. Wir wollten abwarten, bis es über diese 114-Euro-Marke geht. Und dann hatten wir damit gerechnet, dass es dann in diesem Bereich von 119 nochmal ein bisschen Widerstand gibt und dass dann der Ausbruch nach oben kommt. Soweit so gut. Wir haben die Marke von 114 Euro auch überboten und sind dann auch an diesem 119er Bereich rangelaufen. Hier kam zuerst, hier wurden wir eingestoppt, dann kam nochmal der Dip. Unser Stop-Level bei 108 wurde nicht erreicht. Das war eine enge Kiste zwischendurch. Aber wir sind dann rangelaufen an diese 119, aber noch nicht nach oben ausgebrochen. Jetzt kam der Markt nochmal mit so einem Pullback zurück. Grundsätzlich ist das Setup hier noch in Ordnung. Wir sind noch oberhalb der 200-Tage-Linie. Wir sind noch oberhalb dieser Aufwärtstrend gerade. Also, auch wenn das jetzt hier nicht gleich auf Anhieb funktioniert hat, ist das bullische Setup ja doch noch intakt. Also, man muss natürlich aufpassen, dass es nicht mehr hier runtergeht, vor allen Dingen unter diese Trendgerade, dann wäre es nochmal, dann wird es nochmal kritisch werden, weil dann hätten wir eigentlich Verkaufssignale, vor allen Dingen, wenn auch die 200-Tage-Linie unterboten wird. Aber wir bleiben unverändert drin, wir sind jetzt long engagiert und unser Kursziel liegt weiter erstmal bei 130 Euro. Die Totalaktie. Ja, total hatten wir Hoffnung, dass diese langfristige Abwärtstrend gerade überboten wird. Es ging schon seit April eigentlich nur seitwärts. Und wir hatten so als Ziel diese Marke von 46,30 ungefähr, da sollte es zunächst einmal hingehen. Leider hat sich diese Seitwärtsbewegung zunächst einmal fortgesetzt. Die Aktie ist noch einmal zurückgekommen und es hat dabei auch den volumenarmen Korridor noch einmal ausgenutzt, hier zwischen 40,50 und 42,60 ungefähr in diesem Bereich. Dann kam es zu so einem kleinen Doppeltief, dass wir knapp unter unserem Stop-Level, wir hatten eigentlich, wenn man sagen will, so sagen will, wir hatten den Stop ein bisschen zu eng platziert mit 41, also die Aktie kurz runtergedippt zweimal, wir sind raus dementsprechend und dann kam wieder die Erholung. Ja, wie geht's weiter? Also rein charttechnisch wäre es jetzt durchaus denkbar, auch wenn man so ein bisschen auf den Ölpreis guckt, dass nochmal ein Rücksetzer kommt, also dass wir eventuell nochmal auf diese 42 70, 42, 80 nochmal zurückdippen und dass dann eventuell erst dann eine größere Bewegung nach oben kommt. Also man könnte das Setup jetzt noch einmal wiederholen, wobei man da nicht direkt kauft, sondern im Endeffekt sich bei 42, 70 auf die Lauer legt und dann nochmal mit einem Long Trade versucht, nochmal so ein Pullback auch auf die langfristige Abwärtstrend gerade abzuwarten. Haben wir irgendwelche Fragen schon, Christoph? Ja, eine allgemeine Frage, aber die würde ich gerne später dann verwenden, wenn wir auf deine Seite gehen. Da kam dann eine Frage zu den Volumenbalken, die wir aber auch gleich, also wo findet man die auf deiner Seite Prime Funds? Das können wir vielleicht später nochmal zeigen. Du könntest aber bei der nächsten DAX-Analyse dir das Histogramm an sich nochmal den Kunden beziehungsweise den Teilnehmern erklären. Ja, gerne, gerne, gerne. Kommen wir auch gleich zur DAX-Analyse. Die große Frage ist jetzt im Endeffekt, ja, ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Für die meisten Analysten, wenn man sich so Analysen anschaut, die momentan veröffentlicht werden, dann ist es doch so, dass viele sagen, okay, wenn wir diese 10.800 Punkte, also diese 10.802 Punkte, das bisherige Jahreshoch, überbieten, dass dann der Weg nach oben frei wäre. Also ich bin da wesentlich kritischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe kurzfristig durchaus Potenzial nach oben, aber das werden wir auch gleich in der Analyse sehen, halte ich die 11.000er Marke für die relevante Widerstandszone im DAX. Gucken wir uns aber zunächst noch einmal den Lame-Duck-Zyklus an, also den
Zyklus im Dow Jones in Wahljahren, in solchen Wahljahren, wo der Präsident, der amtierende Präsident sich in einer zweiten Amtszeit befindet und nicht mehr wiedergewählt werden kann. Es sind insgesamt 6 Jahre, die man da zugrunde legt und daraus ergibt sich dieser typische Jahresverlauf. Wir machen in diesem Jahr knapp 1,7% plus, also es ist ein klares Seitwärtsjahr. Und was hier auffällt, ist, dass es kurz vor der Wahl, und genau in dieser Phase sind wir ja jetzt in den letzten Wochen vor der Wahl, gibt es eine Aufwärtsreaktion nach oben. Man sieht sie am amerikanischen Markt momentan noch nicht sehr deutlich. Man sieht sie aber im DAX momentan sehr stark. Also wir befinden uns in dieser Phase, wo es diesen Dip bis zur Wahl nach oben gibt. Und interessant ist natürlich auch, es geht rauf, aber es geht dann nach der Wahl auch ziemlich schnell erstmal wieder runter. Und das ist auch so ein bisschen mein Fahrplan, den ich so für die nächsten Wochen habe. Also egal, wer gewinnt, ob es jetzt Donald Trump ist oder ob es Hillary Clinton ist, im Endeffekt kann ich mir gut vorstellen, sobald, es ist ja typisch an der Börse so, sobald die News, also sobald Fakten geschaffen wurden, ist das dem Markt eigentlich herzlich egal und er reagiert in die andere Richtung, die man eigentlich erwartet, weil alle momentan erwarten ja alle, dass wenn Hillary Clinton gewinnt, dass der Markt nach oben geht. Ich bin da skeptischer und ich rechne eher damit, dass es nochmal so einen Rücksetzer gibt im November und dass wir wenn wir die Jahresendrallye dann sehen, dass wir die Jahresendrallye dann auch erst Ende November, also letzte Novemberwoche eventuell, und dann bis in Dezember hineinsehen, so wie es der Zyklus im Endeffekt auch ein bisschen schön untermauert. Also es ist so grob meine Strategie, auch für den DAX. Natürlich muss man das noch einmal mit der Charttechnik abgleichen. Und das wollen wir jetzt einfach mal tun. Wir sehen hier den DAX-Tageschart. Stimmt da oben leider nicht, das ist der Wochenchart. Das habe ich vergessen auszutauschen. Wir sehen hier den Wochenchart im DAX und sehen eigentlich schön, dass wir diese 52-Wochen-Linie, also die für ein Jahr den Trend von einem Jahr repräsentiert, überboten haben und dass wir hier jetzt auch seitwärts schieben in den Bereich von 10.600 Punkten. Wir haben hier, wie gesagt, diesen GD überboten. Das ist ein Pluspunkt, also ein Fleißpunkt, den die Bullen schon sammeln konnten. Und wir haben gleichzeitig auch diese Abwärtstrend, gerade die vom Allzeithoch herunterkommt, haben wir auch überboten. Wir haben sogar ein Pullback auf diese Trendgerade vollzogen. Das werden wir gleich im Tageschart sehen. Sogar, also auf diese Trendgerade. Und könnten jetzt im Endeffekt, also vom Ausbruchsmodus her, ist das eigentlich schon alles ja ziemlich regelkonform, also 200-Tage-Linie überboten, Trendlinie überboten, Pullback und jetzt fehlt im Endeffekt nur noch der Ausbruch nach oben. Also man kann da schon noch ein bullisches Bild skizzieren. Manch einer sieht sogar hier eine umgekehrte SKS, da bin ich sehr vorsichtig, weil es nicht zu 100% überzeugt, da ist das erste Top da ziemlich weit oben. Möchte man daraus ein SKS sehen, dann wäre diese Formation jetzt eigentlich auch schon, wenn wir jetzt nochmal auf neue Jahreshochs gehen, auch per Schlussgefallen, wäre sie schon vollendet, dann könnte man Potenzial auch bis auf neue Allzeithochs ableiten, aber wie gesagt, ich bin da vorsichtig, weil mich das Muster nicht ganz überzeugt, weil es eigentlich nicht ganz regelkonform ist. Aber nur mal als Hinweis, damit Sie auch wissen, was so manche Analysten momentan so sehen. Da habe ich eine Frage dazu, Sebastian. Ja. Vielleicht einmal nochmal zurück. SKS ist ja eigentlich eine Trendumkehrformation. Vielleicht, ja, genau. Könntest du da noch ein, zwei Sätze drüber verlieren, was eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation so ausmacht? Vielleicht haben wir Zuhörer und Teilnehmer, die noch nicht sehr lange bei uns im Webinar mit dabei sind. Genau, so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist eigentlich eine Formation, die am Ende eine Aufwärtsbewegung auftritt. Und dann gibt es natürlich auch die umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die liegt hier vor und die tritt eigentlich am Ende eines Abwärtstrends auf. Also es ist eine Bodenbildungsformation in diesem Fall. Und man zeichnet dort eine Art, also eine Nackenlinie, die Zwischenhochs verbindet. Die würde jetzt hier knapp unter unserer Trendgerade verlaufen, also so ein paar Punkte tiefer. Und damit wäre das Muster dann vollendet. Also es zeichnet sich aus durch diese beiden Schultern, also zwei Tiefs und ein Tief, das dazwischen liegt, das aber deutlich unter den beiden anderen liegt. Und das bildet dann den Kopf.
daher kommt der Name Schulter-Kopf-Schulter und in diesem Fall eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter, weil ansonsten natürlich der Kopf höher ist als die beiden Schultern. Dieses Muster könnte jetzt hier eine Art Bodenbildung andeuten in diesem Fall. Und das Potenzial errechnet sich daraus, indem man von der Spitze, also von der Spitze des Kopfes, hier der Tiefpunkt bei 8600, das Potenzial bis zu dieser Nackenlinie, das wäre jetzt ungefähr unsere Trendgrade, misst und an das Ausbruchsniveau anträgt. Also das wären hier knapp, ja, das wären schon fast 2.000, 3.000 Punkte fast schon, ja, die man hier auf die 10.000er Marke antragen könnte, ungefähr 10.100 ungefähr. Und so interpretiert man im Endeffekt so ein Chartmuster. Ja. Aber wie gesagt, es ist hier nicht ganz mustergültig ausgebildet, weil einfach dieses erste nach dem S, nach dem ersten S, diese Spitze, die da nochmal kommt, die ist ein bisschen zu hoch. Ja, und es ist halt auch kein wirklicher Abwärtstrend vorher gewesen. Kommen wir zum Tageschart. Hier sehen wir noch einmal diese Pullback-Bewegung auf die Trendgrade, auf die langfristige Trendgrade, die vom Allzeithoch runterkommt. Schön zweimal angesteuert. Zweimal hat sie gehalten. Der Markt ist daraufhin dann seitwärts gelaufen. Hat im Endeffekt Bewegungspotenzial aufgebaut. Genau hier sind die beiden Pullbacks, die wir schön sehen. Und hat sich jetzt im Endeffekt wieder heute mit dem heutigen Kurs an dieses Jahreshoch, an das alte Jahreshoch, das hier war, von 10.802 Punkten herangearbeitet, heute sogar kurz überboten. Per Schlusskurs hat es nicht gereicht. Also da ist noch nicht in der Charttechnik. Es ist generell so, dass man den Schlusskurs als eine Art Bestätigung sieht. Also hier ist immer die Rede wir analysieren gerade den Cetra-DAX, also reden wir auch vom Cetra-Schlusskurs. Und diesen Schlusskurs nimmt man eigentlich als Bestätigung und dementsprechend hätte man sich heute eigentlich einen Schlusskurs über 10.800 Punkten eigentlich ja mehr oder weniger gewünscht. Wir sind mit 10.761 rausgegangen, also knapp darunter. Ist jetzt noch nichts Gravierendes, also ist jetzt auch nichts, woraus man jetzt irgendwas Negatives ableiten könnte, aber diese klaren Kaufsignale, die man jetzt immer wieder hört, also vor allen Dingen in anderen Analysen, liegen noch nicht vor. Also es ist noch nicht so, dass wir da jetzt auf neue Tops per Schlusskurs ausgebrochen sind. Also streng genommen ist die Seitwärtsbewegung noch intakt. Jetzt muss ich kurz meine Maus suchen. Genau, hier haben wir die entscheidende Trendgrade. Jetzt könnte man allerdings hier so eine Art Trendkanal konstruieren. Also unten auf der Unterseite ist es relativ klar, es ist die Verbindung der Februar-Tiefs und der Juni-Tiefs. Und die Parallellinie davon, angetragen an das März-Top, ergibt dann im Endeffekt diesen Trendkanal, an dem wir uns dann im August und September eigentlich so mehr oder weniger die Zähne ausgebissen haben. Diese obere Begrenzung, die verläuft jetzt so bei 10.925 Punkten. Also das ist die Rede hier von diesem Trendkanal. Und für mich, deswegen sagte ich auch vorhin schon, dass diese 10.800 nicht so ganz relevant für mich sind, sondern eher das Niveau um 11.000 Punkte. Denn das würde bedeuten, dass wir aus diesem Trendkanal nach oben ausbrechen im DAX. Und das könnte dann nochmal dazu führen, dass wir eine größere Bewegung nach oben sehen. Es ist allerdings bei solchen Trendkanalausbrüchen in der Regel so, dass der Markt nicht einfach schnurstracks darüber hinwegspringt, sondern dass er sich mehrere Tage daran entlang hangelt sozusagen. Also es wäre durchaus vorstellbar, dass wir uns jetzt ranziehen an diese obere Trendkanalgrade und dann für ein paar Tage da noch auf diesem Niveau leicht nach oben, seitwärts mit leichter Tendenz nach oben tendieren im DAX. Allerdings, und das wird Ihr geschultes Auge natürlich als erfahrene Charttechniker sofort sehen, könnte man auch eine Trendgrade, also eine Verbindungsgrade des April- und des August-Hochs zeichnen. Dann wäre die entscheidende Schwelle noch ein kleines Stückchen höher. Und wir könnten natürlich auch eine entsprechende Aufwärtstrendgrade vom Juni tief zeichnen, die ein bisschen steiler verläuft.
Und diese Trendgerade hier oben im Endeffekt sollte man auch noch so ein bisschen im Auge behalten. Deswegen vielleicht als Bestätigung sogar noch Kurse über 11.000. Und diese andere Trendgerade, die ist jetzt interessant, wenn man so Verkaufssignale ableiten will. Denn solange wir darüber tendieren, ist eigentlich nach oben alles möglich. Das ist so momentan so unser Korridor, unser Spielraum. Also selbst 10.400 wären jetzt nochmal möglich. Nächste Woche sollten dann maximal nur noch 10.500 Punkte sein im Tief. Aber da drin in diesem Korridor ist eigentlich nach oben noch soweit alles in Ordnung. Interessant an der Geschichte ist allerdings, dass diese Trendlinien zusammen einen Keil bilden. Also manch einer hat ja jetzt hier schon so einen kleinen Keil gesehen. Und das sehen wir jetzt im Endeffekt auch im Großen. Also wir sehen hier im großen Bild eine Keilformation, wo der DAX jetzt in die Spitze hineinläuft. Also da wäre es schon fast idealtypisch, wenn der Markt jetzt an dieser oberen Trendkanalbegrenzung, die ich vorhin gezeigt habe, sich entlanghangeln würde seitwärts und dann bei 11.000, 11.050, 11.100, das kann man so genau nicht ableiten, dann vielleicht eventuell sogar nochmal eine Reaktion zeigt, entweder nach oben aus der Keilformation ausbricht oder, was auch nicht zu unterschätzen ist, nach unten aus dieser Keilformation ausbricht. Wollen wir uns dazu aber noch einmal das Histogramm anschauen? Ja, und da kann ich ja nochmal schnell die Frage beantworten. Dieses Histogramm zeigt das Handelsvolumen im DAX summiert auf den einzelnen Levels. Hier sind es 50 Punkte. Und zwar seit dem Ende der Finanzkrise, seit dem Tief im März, wird das Volumen auf dem jeweiligen Level aufsummiert und dadurch kann man sehen, welches Level hat wie viel Volumen erzeugt. Also wie aktiv waren die Marktteilnehmer auf welchem Niveau. Sie kennen das Volumen sonst wahrscheinlich, dass es horizontal dargestellt wird, und zwar auf der Zeitachse. Hier wird es halt vertikal auf der Preisachse dargestellt. Hohes Volumen heißt immer viele Positionen, viele Einstiegskurse. Viele Einstiegskurse heißt auch immer hohes Interesse. Klar, die Marktteilnehmer beurteilen nach ihrem Einstiegskurs, ist die Position gut oder schlecht. Und natürlich heißt es auch immer, da wo viel Volumen ist, liegen auch immer viele Stops. Und deswegen ist es auch oft so, dass der Markt genau diese Zonen anläuft. Im Endeffekt wichtig dabei bei so einem Histogramm sind die Volumenspitzen, also klar, die Levels mit dem meisten Volumen, mit dem meisten Handelsumsatz und solche Levels, wo das abfällt, also die Volumenkanten nenne ich das immer, wo es von viel zu wenig switcht. Wir können das mal, dadurch kann man sich so ein bisschen Unterstützung und Widerstände einzeichnen. Wir hätten jetzt eine kleine Volumenkante oben im Bereich zwischen 10.925 und 11.000 Punkten. Und wir hätten die erste Unterstützung, die wir jetzt überboten haben, wo wir uns vorher auch so ein bisschen die Zähne ausgebissen haben, im Bereich von 10.680, 10.650 Punkten. Die nächste große Unterstützung ist dann erst wieder bei 10.280, 10.300. Das würde also heißen, dass wir hier diesen volumenarmen Korridor nochmal haben. Solche volumenarmen Korridore werden immer ganz gerne angesteuert. Das sagte ich vor dem vorletzten Webinar schon, als wir uns darauf vorbereitet haben, auch bei 10.350 nochmal zu kaufen. Dass solche volumenarmen Levels gerne nochmal angesteuert werden, so nach dem Motto, als wenn da das Volumen nochmal aufgefüllt wird. Stellen Sie sich das am besten so vor. Und das haben wir jetzt eigentlich auch gesehen. Es war prädestiniert. Wir sind seitwärts gelaufen in diesem volumenarmen Korridor und sind dann nach oben aus diesem Korridor jetzt ausgebrochen. Und wenn wir hier noch einmal runtergehen unter die 10.650, dann besteht doch die Gefahr, dass wir noch einmal durch diesen volumenarmen Korridor durchgehen und dann könnten wir natürlich auch diesen Keilmuster nach unten auflösen. Grundsätzlich ist aber erstmal die erwartbare Reaktion würde so aussehen, wenn man ein bullisches Bild zeichnen will. Wir laufen hoch bis zum Bereich von 11.000, verbringen dort mehrere Tage in einer kleinen Seitwärtszone und steigen dann auf 11.400. 11.400 ist für mich momentan das attraktivste Short-Level, weil dann spätestens dann ein Pullback auf die obere Trendgerade doch sehr wahrscheinlich ist. Also wenn wir diese 11.000 noch sehen und erinnern Sie 11.400 noch sehen, erinnern Sie sich bitte gerade an den Zyklus, den ich gezeigt hatte, den Lame Duck Zyklus.
diesen starken Anstieg, den wir noch bis zur Wahl haben. Also wenn wir diese 11.400 jetzt noch bis zur Wahl sehen sollten, allzu lange ist nicht mehr, aber wenn das noch der Fall sein sollte, macht es für mich durchaus Sinn, dass man sich da nochmal bei 11.400 Punkten auf der Short-Seite engagiert, also in den steigenden Markt hinein dagegen halt. Was dafür spricht, dass wir noch so eine starke Bewegung sehen, ist das Bewegungspotenzial, das wir aufgebaut haben in dieser Seitwärtsbewegung. Es ist oft so, dass vor allen Dingen nach starken Seitwärtsbewegungen vor allen Dingen dann auch starke Bewegungen, Trendbewegungen kommen. Also entweder nach oben, wie wir es jetzt die Chance haben, also wie das am wahrscheinlichsten ist, oder halt nach unten. Aber es ist sehr, sehr oft so, dass wir seitwärts und vor allen Dingen ausgeprägte Seitwärtszonen dann in eine starke Trendbewegung gipfeln sozusagen. Und daher kommt auch dieser Spruch mit dem Bewegungspotenzial aufgebaut. Also es ist durchaus möglich, dass wir diese 11.400 sehen. Es muss aber nicht so kommen. Also das ist auch ganz klar. Also momentan, ich sehe da kein so klares bullisches Bild, wie vielleicht es manchmal jetzt so in der Öffentlichkeit rüberkommt. Im Gegenteil, ich bin da eher auch skeptisch, weil ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, dass wir nochmal unter diese Trendgrade fallen. Und das wäre dann doch schon ein größeres Short-Signal, das auch bedeuten könnte, dass wir die 10.000 Punkte nochmal sehen. Also nachdem wir jetzt bei 10.350 unsere Long-Position aufgebaut haben, würde ich es doch für richtig halten, diese dann ja spätestens bei 10.900 enger abzusichern und eventuell sich sogar zu überlegen, also nur wer ein bisschen da spekulativ gerne unterwegs ist, der kann auch bei 11.000 schon eine Short-Position aufbauen. Vor allen Dingen dann, wenn wir mit der näher rückenden Wahl nicht nach oben auf 11.400 ausbrechen. Also wenn wir jetzt so 5., 4. November rum haben, könnte man durchaus überlegen, und man sieht den DAX ja im Bereich von 11.000, dann könnte man sich durchaus überlegen, ob man nicht direkt eine spekulative Short-Position aufbaut. Das Setup würde dann so aussehen, dass wir nämlich nicht nach da oben ausbrechen, sondern dass wir dann direkt von der oberen Kante noch innerhalb dieser Keilformation, das ist ja hier diese gestrichelte Linie, dann nach unten drehen und hier nach unten ausbrechen und dann im Endeffekt nochmal bis 10.000 Punkte runterfallen. Was ich nicht tun würde, ich würde nicht warten, bis der Markt unter diese rot markierte Trendgrade fällt und dann eine Short-Position aufbauen. Da wäre mir der Markt schon zu weit weg auf der Short-Seite. Es hat sich doch gezeigt in diesem Jahr, dass wenn man Short unterwegs war, dass man gegen den Markt agieren musste und dass sich diese Signale, trendfolgende Signale auf der Short-Seite eher nicht bestätigt haben. Zumal wir nicht vergessen dürfen, dass wir hier uns noch über der 200-Tage-Linie, also streng genommen im Aufwärtstrend befinden. Und da ist es immer riskant, also trendfolgend meine ich jetzt hier mit charttechnischen bestätigenden Short-Signal unterhalb dieser Trendgrade zu agieren. Also ich würde eher so machen und dann spekulativ bei 11.000 einen Trade riskieren, aber erst im November und den dann eng absichern mit einem Stop ja im Bereich von 11.200 ungefähr. Ich habe das auch noch einmal schriftlich zusammengefasst. Also wir hätten das schöne Short-Setup oben bei 11.400, wenn wir es denn sehen. Es ist momentan noch ein bisschen offen. Den Stop-Loss würde ich dann bei 11.600 platzieren und auch ziemlich schnell auf Break-Even nachziehen. Und Zusatzbedingungen sollten möglichst nah am Wahltermin sein. Und das nächste Setup wäre Short bei 11.000 Punkten. Aber frühestens im November, also noch nicht, selbst wenn wir jetzt in den nächsten 2-3 Tagen das sehen sollten, das Niveau, dann lieber drauf warten oder drauf spekulieren, dass es noch auf 11.4 geht und nicht zu früh bei 11.000 aktiv werden. Und natürlich, ganz klar, der Long Trade, wenn wir noch einmal, und wir haben ja gesehen, auch in diesem Wahlzyklus war es so, dass dieses Tief aus dem September eigentlich nochmal unterboten wird. Und das würde schon ins Bild passen. Also wenn wir das mal so ein bisschen als Art Blaupause nehmen würden, dann wäre es durchaus möglich, dass wir nochmal 10.000 Punkte sehen. Und das wäre natürlich eine große Chance. Wir haben auf der einen Seite diese große Volumenkante dort als starke Unterstützung im Bereich von 10.000. Wir haben die 200-Tage-Linie momentan dort und wir hätten nochmal ein Pullback auf die 2015er Abwärtstrendgrade, die vom Allzeithoch runterkommt.
Zudem hätten wir die untere Trendkanalbegrenzung noch mit ein bisschen Platz als Unterstützung im Rücken. Also ein schönen Long Trade könnte man dann, wenn wir nochmal die 10.000 sehen sollten nach der Wahl, dann könnte man durchaus bei 10.000 Punkten noch einmal aktiv werden. Christoph, so, möchtest du dazu? Da habe ich gleich ein paar Fragen dazu. Und zwar bist du ja im Moment in der in dem Long Trade, den du am Anfang ja gezeigt hast, sind wir ja noch drin. Da kam eine Frage, wie wäre es denn bei diesem aktuellen Long Investment, wenn wir jetzt bis 11.000 nach oben klettern sollten, wie sollte man denn den Stop-Loss nachziehen? Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also das ist, wenn man ihn zu eng zieht, das ist ja immer das mit den Stops. Wir hatten da mal eine Auswertung gemacht, wir haben mal 100.000 Trades untersucht. Und es ist oft so, dass wenn man den Stop zu eng zieht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man rausfliegt, einfach zu groß. Minimum, womit man rechnen muss, wenn wir jetzt aber diese 11.000 sehen, könnte man den Stop auf ja knapp über das alte Jahreshoch 10.850, wobei natürlich die Gefahr sehr groß ist. Man sieht, dass da ein bisschen wenig Volumen auch ist an dieser Position. Im Endeffekt richtig safe ist man bei 10.630, dann hätte man noch diese Volumenspitze dazwischen. Ansonsten muss man das ein bisschen austarieren, wie mit welcher Dynamik kommen wir in den Bereich von 11.000 Punkten. Ich wäre ein Freund davon, also ich würde es drauf anlegen und würde den Stop ganz eng ziehen und würde ihn auf dann, wenn wir bei 11.000 sind, auf 880 Punkte packen. Und würde dann sagen, okay, wenn ich raus bin, habe ich einen schönen Trade gehabt, habe Gewinne gemacht, was soll's. Wenn es weiter rauf geht, bin ich dabei. Also ich würde nicht allzu viel Spielraum lassen. Okay, also das zu dem aktiven Long Investment und dann, wenn wir bei 11.000 sind, sagst du, und das aber erst ab November, also 4. November sind, glaube ich, die Wahlen, erst ab November dann in die Gegenposition, quasi in die Short-Position, Einstieg bei 11.000, wenn es spekulativ sein soll, und den Stop haben wir dann bei 11.220, so wie Sie sie auch gerade noch auf dem Klemmbrett auf der linken Seite sehen. Meine Frage ist jetzt noch bei dieser spekulativen Short-Position, wo siehst du denn dann das Ziel? Ist das dann die 10.000, wenn wir wieder in die Long-Position reingehen? Ja, übergeordnet schon. Ich würde als erstes Ziel, hätte ich die 10.680, also diese Volumenspitze, die wir dann nochmal von oben testen. Und dann, wenn das der Fall wäre, würde ich den Stop-Loss sofort auf Break-Even nachziehen. Wenn wir bei 11.000 reingekommen sind, würde ich den Stop-Loss sofort auf Break-Even nachziehen und würde abwarten, was passiert. Und dann würde ich es auch drauf anlegen lassen. Entweder ich fliege mit 0 raus, habe ich nichts verloren, habe ich nichts gewonnen, kann ich mit leben. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass wir dann, wenn wir dieses Level nochmal testen, eventuell sogar nochmal diese Bewegung bis 10.000 Punkte nach unten sehen. Und das würde ich auch darauf anlegen und darauf spekulieren und das als übergeordnetes Ziel nochmal die 10.000 Punkte ins Visier nehmen. Trotz positiver Zyklik, die wir ja jetzt in diesen letzten Monaten eigentlich haben. Okay, dann, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmer, würde ich Ihnen dieses Szenario gerne bei unserem Desktop, auf dem Desktop auch zeigen. Und dazu sehen Sie jetzt hoffentlich gleich ohne Flackern meinen Bildschirm. Und im Moment sieht das so aus. Das sieht ganz gut aus. Also probieren wir es. Wir den Einstieg in den Guidance Desktop, Sie sehen hier oben die URL. Also das ist genau da die URL, wie Sie direkt auf unseren Guidance Bildschirm dann kommen. Und standardmäßig, wie Sie es wahrscheinlich auch wissen, oder für die heute zum ersten Mal mit dabei sind, standardmäßig ist immer der DAX eingestellt. Wir wollen den DAX auch gerade analysieren, deswegen lassen wir die Basiswertsuche im Moment noch bleiben. Ich zeige Ihnen das dann später bei den verschiedenen Aktien, die der Sebastian gleich auch noch analysiert. Also, wie gesagt, wir sind im DAX. Wir suchen einen Endlos-Turbo auf den DAX. Und der Sebastian sagte, und das ganz wichtig, erst ab November, erst wenn die Wahlen vorbei sind in Amerika, erst ab November, Einstieg 11.000. Das können Sie hier ganz bequem über die Tastatur eingeben.
das Kursziel, und jetzt gebe ich zuerst mal das erste Kursziel ein, das sind dann die 10.680, und den Stop hat der Sebastian bei 11.220 gesucht, und dann werden uns schon die ersten Papiere angezeigt, die genau auf dieses Szenario beruhen, also Einstieg, und nochmal, erst im November Einstieg bei 11.000, das Kursziel ist dann 10.680, das erste Kursziel, und den Stop-Loss haben wir dann bei 11.220. Auf dieses Trading-Setup passen die Papiere hier unten, die hier alle stehen, und das mit dem Stop-Loss 11.220 am nächsten kommenden Papier wäre dann das in der ersten Zeile schon. Und wenn wir denn dann bei 11.000 sind, im Moment kostet das Zertifikat 4,79 €. Wenn wir bei 11.000 sind, und das ist hier blau markiert, genau wie hier der Einstieg, also der Einstieg 11.000 bedeutet, das Zertifikat wird dann 2,44 € kosten. Wenn dieses Szenario genau in die Richtung läuft, also der DAX soll sinken in Richtung 10.680, wird dieses Zertifikat dann 5,63 € kosten. Und sollte die Strategie nicht aufgehen, also wir entgegengesetzt laufen in Richtung 11.220, dann kostet das Zertifikat noch 23 Cent. Sie sehen, ich mache es Ihnen noch mal ein bisschen größer. Hier ist auch noch ein Chance-Risiko-Verhältnis, CRV, Chance-Risiko-Verhältnis. Sie haben eine Gewinnchance von 144 € und eine Verlustchance von 99 €. Und somit die beiden als Vergleich gesetzt, sind wir dann bei 1,44, ein Chance-Risiko-Verhältnis. Ich sage Ihnen bei der nächsten Vorstellung von den Produkten, sage ich Ihnen gleich noch was zur Positionsgröße und zum Kapital- bzw. Verlustrisiko, kann ich Ihnen gleich noch zeigen. Aber ganz wichtig, und das ist schön grafisch eben auch dargestellt, Einstieg immer in blau, grün immer das Kursziel und den Stop immer in rot markiert. Sie sehen es hier unten auch. Und wenn wir uns den Chart hier auch noch richtig dann zur Hand nehmen, sehen Sie auch hier oben den Stopp bei 11.220, also auch in rot, in blau den Einstieg und das Ziel dann eben in grün markiert. Also alle drei sind aufeinander abgestimmt. Und wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, das Szenario erst ab November, Einstieg 11.000 im DAX. Und so viel dazu, jetzt zu dieser bisschen spekulativen Short-Position im DAX, und ich freue mich schon auf die nächsten Aktien, die der Sebastian jetzt gleich dann uns vorstellt bzw. analysiert, und da werden wir hoffentlich noch ein paar schöne Analysen bekommen jetzt. Genau, super. So, das zum DAX. Wir wollen aber auch einen klassischen Long Trade machen, mit Blick auf ein bisschen auf die Saisonalität, mit Blick auch auf die Jahresendrallye, ob es jetzt noch einen Dip zwischendurch gibt oder nicht. Und da finde ich gerade die BMW-Aktie momentan ganz spannend. Die hat einige Pluspunkte gesammelt. Hier in diesem Korridor sind wir mehrfach, also zweimal im Endeffekt an die 200-Tage-Linie herangelaufen, haben eine Konsolidierung gesehen, haben dann den Sprung geschafft, auch mit so einer kleinen Flagge, und sind jetzt nach oben ausgebrochen bei der BMW-Aktie. Gleichzeitig ist das hier, das ist so ein bisschen die Art Flagge, die wir da vollendet haben, auch oben, wo wir schön an der oberen Begrenzung seitwärts gelaufen sind und dann nach oben gezogen sind. Diesen Bereich, das ist doch schon jetzt ein charttechnisches Kaufsignal, zumal man hier einen breiten Aufwärtstrendkanal konstruieren könnte. Die obere Seite ist noch nicht sehr ausgeprägt. Aber das ist durchaus möglich, dass wir jetzt hier bei BMW noch eine größere Bewegung nach oben sehen. Das finden wir charttechnisch recht interessant. Vor allen Dingen, solange die untere Trendkanalbegrenzung jetzt nicht wieder unterboten wird. Solange, und vor allen Dingen auch solange die Aktie nicht unter die 200-Tage-Linie dann wieder zurückfällt. Solange sieht es bei BMW ganz gut aus. Deswegen eröffnen wir einen direkten Long Trade mit einem Ziel von 90 Euro.
können uns auch hier nochmal das Histogramm anschauen. Es ist damit zu rechnen, dass wir im Bereich von 81, 81,20, 81,30 ungefähr, dass wir da nochmal Probleme kriegen würden und auch darüber ist nochmal eine kleine Volumenkante. Also zwischen 81,30 sagen wir mal und 83 Euro könnte es durchaus nochmal zu so einer Seitwärtsbewegung kommen. Gelingt aber da der Ausbruch, dann ist das nächste Ziel wirklich diese 90-Euro-Marke, also auch die obere Begrenzung des Trendkanals. Unseren Stop platzieren wir hier unten, das habe ich hier noch einmal, muss ich zurück, also erstmal die Bewegung, die wir erwarten, also eine konsequente Aufwärtsbewegung, zumal sich aus der Flagge genau dieses Potenzial ableiten lässt. Noch einmal kleine Charttechnikkunde, da wir gerade auch die umgekehrte Schulterkopf-Schulter-Formation hatten, ja, eine Flagge, was ist das? Eine Flagge ist eine Gegenbewegung im Endeffekt zu einem vorherigen Trend. In diesem Fall war der vorherige Trend ein Aufwärtstrend, den wir seit Juli gesehen haben, im Juli, August. Dann kam diese Gegenbewegung, diese Art Flagge, die wir da ausgebildet haben. Und jetzt der Ausbruch nach oben. Das Potenzial, das man daraus ableiten kann, aus diesem Muster, erstreckt sich vom Tief bis zum Hoch und wird dann an dieses Ausbruchsniveau angetragen. Also in diesem Fall dieser Bereich zwischen 63 und 80, den wir da gesehen haben. Und das könnte man jetzt nochmal an das Niveau von 76 ungefähr antragen. Also auch hier wäre unser Kurs hier von 90 Euro durchaus machbar. Ja, ob das jetzt Ende November schon der Fall ist, sei mal dahingestellt, aber es sieht doch recht gut aus für eine Trendbewegung bei BMW. Ich gehe noch einmal zurück zu den Stops, die man wahlweise entweder unter 70 oder ein bisschen enger hier auch bei 74 platzieren kann. Das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, wie man es gerne hätte. Manche lassen ja gerne ein bisschen mehr Bewegungsspielraum, andere hätten gerne lieber ein besseres Chancen- und Risikoverhältnis dafür. Ich würde dazu tendieren, doch eher das untere zu nehmen, die untere Schwelle. Man kann aber auch genauso gut die obere nehmen, ja, weil eigentlich möchte ich die Aktie jetzt nicht mehr an dieser grünen Volumenspitze sehen. Das wäre jetzt nicht wirklich schön, zumal dann das Flaggenmuster auch zurückgenommen werden würde. Also entscheiden wir uns doch so und nehmen die bisschen engere Variante. Wolltest du darauf noch? Ja. Nee, ich habe zuerst noch eine Frage und zwar nochmal zu den Histogrammbalken. Nehmen wir den Histogrammbalken bei 84 rund, der rot markierte. Weiter oberhalb in Richtung 90, also ganz der rote obere Balken, da wird das Volumen ja etwas dünner. Inwiefern besteht da ein Zusammenhang? Bei 84 ist ein sehr hohes Volumen, dann bei rund 87 ist ein geringes Volumen. Worin besteht da der Zusammenhang, dass diese Long-Position aus der Sicht heraus jetzt quasi genau die richtige Position ist? Also es ist so, dass die Levels mit dem stärksten Volumen, also auch hier mit den längsten Balken, auch die wichtigsten sind. Und damit können wir sehen, dieser Bereich zwischen um 71 Euro rum, den wir jetzt auch mit so einem Pullback hier Ende September, Anfang Oktober, hier hatten wir diesen Pullback, nochmal getestet haben und sozusagen bestätigt haben. Also das ist im Endeffekt hier das stärkste Volumen. Es ist allerdings immer so, dass man das im Verhältnis sehen muss, was ist vorher. Jetzt haben wir hier einen Korridor mit sehr wenig Volumen und dann kommt nochmal so eine Range. Was ist der Kerngedanke dahinter? Der Kerngedanke ist, man sieht hier, dass es durchaus im Verhältnis zu diesem Bereich, den wir hier haben zwischen 74 und 80 ungefähr, dass wir hier relativ wenig Volumen haben. Aber wir haben hier ein höheres Interesse. Und ich sagte vorhin schon, hohes Interesse heißt immer auch, da liegen Einstandskurse. Und jetzt muss man schauen, was passiert. Also wie agiert der normale Anleger, ob jetzt institutionell oder privat, das ist völlig egal. Sie müssen sich vorstellen, jemand hat vorher im Anfang des Jahres seine Position dort aufgebaut bei 81 Euro und hatte zwischenzeitlich Verluste mit Kursen von 64 Euro im Depot. Und dann ist es so, wenn die Kurse dann diese Levels nochmal erreichen, diese mit hohem Volumen oder im Verhältnis hohen Volumen, dann ist es so, dass es dort verstärkt zu Break-Even-Verkäufen kommt. Die Leute sagen sich, puh, ich habe meinen Einstandskurs wieder nochmal mit dem blauen Auge rausgekommen, ich stelle glatt. Und daher kommt es auf diesen Levels immer wieder zu Glattstellung und das bremst natürlich den Kurs und daher ist es auch hier rot eingezeichnet und als
Widerstand zu interpretieren. Und aus Erfahrungen, da wir uns schon seit Jahren damit beschäftigen, wissen wir, dass es die Volumenkanten genauso Ziele sind wie die Spitzen. Und daher ist auch dieser Bereich um 83 Euro als Volumenkante hier dargestellt, weil es im Endeffekt diese Range abschließt, die wir da oben haben, zwischen 80 und 83,50 ungefähr. Und das ist das Prinzip da. Weil dort eben auch mehr Volumen, also mehr Käufe und Verkäufe, und diese Balken sind nicht nur Kaufbalken oder Verkaufskursbalken, sondern das Volumina, also Umsatz, Kauf und Verkauf summiert. Genau, richtig. Okay. Und so ein Balken an sich, aus welchem Zeithorizont, welcher Zeithorizont liegt da drunter? Das ist auch hier der Abstand seit 2008, seit 2009, seit Ende der Finanzkrise, seit dem Tiefpunkt. Es geht darum, und das ist genau das Schwierige bei den Histogrammen, es geht darum abzuschätzen, welche Phase des Marktes habe ich, die A, aber noch aussagekräftig ist, aber die auch diesen neuen Trend zeigt. Es bringt mir herzlich wenig, jetzt zu sehen, was 1996 passiert ist, weil ich weiß nicht, ob 1996 jemand da noch eine Aktie hält, die da drin ist. Die Wahrscheinlichkeit, aber einen Korridor zu nehmen, jetzt von bis zu 10 Jahren oder 5 Jahren, ist wesentlich aussagekräftiger, dass diese Leute noch dort investiert sind. Zumal es darum geht, wir nehmen ja sowieso nur die Masse ins Auge. Also wir gucken uns ja sowieso nur die Levels an, wo es viel Volumen. Und da ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, dass immer noch Hände aktiv sind auf diesem Niveau und dass es dann zu diesen entsprechenden Break-Even-Verkäufen, in diesem Fall beim Widerstand, kommen kann. Umgekehrt ist es aber genauso, dass wir solche Levels mit hohem Volumen auch immer wieder gefragt werden, weil der Mensch ist auch einfach ein Gewohnheitstier. Wenn man einmal eine gute Erfahrung gemacht hat mit einem Level, dann kauft man dort auch nochmal nach oder geht nochmal rein oder öffnet nochmal eine neue Position. Das wiederholen wir dann ganz einfach. Also diese Histogramme sprechen diese ganz einfache Denkstruktur der Anleger an, und deswegen mag ich sie gerne und nutze sie auch gerne zur Trendbestätigung oder zur Signalbestätigung. Man könnte das Ganze jetzt noch aufbröseln und könnte da noch in die Tiefe gehen, könnte sich das Tickvolumen anschauen und könnte dann Tagesanalysen machen. Das würde aber hier bei uns im Webinar jetzt den Rahmen sprengen. Wer da selber mal aktiv werden will, das kann man ganz gut mit der Börsensoftware Investox machen. Ist allerdings nicht ganz billig. Wolltest du jetzt noch einen Trade darauf zeigen? Ja, jetzt ist der Sebastian wieder da, meine Damen und Herren. Vielleicht lag es noch kurz an der Internetverbindung. Wie auch immer, auf jeden Fall ist der Sebastian da. Ich zeige Ihnen jetzt, genau, und ich übernehme noch mal kurz die Rechte, und dann zeige ich Ihnen einen Trade, so wie wir mit dem Setup vom Sebastian, wie wir die BMW Long Position dann aufbauen können. Also, wir sehen hier den Basiswert und wir gehen dann direkt auf die Suche, und dann suchen wir den Basiswert BMW. Der steht dann gleich hier oben. Da klicken Sie drauf und Sie sehen schon, dass der Graph hier oben auf BMW umspringt, beziehungsweise auch hier unten die Knockout-Suche auf BMW umspringt. An sich, sonst bleibt die Eingabemaske bzw. die Ergebnismaske exakt gleich. Wir können den Einstieg, den Sebastian gesagt hat, wir gehen direkt in die Aktie, wir gehen direkt in den Einstieg am aktuellen Niveau rein. Also das heißt, wir lassen hier diese rund 80 Euro einfach stehen, und wir haben das Kursziel von 90 Euro. analysiert, und den Stop-Loss nehmen wir mal die 70 Euro, die etwas komfortablere, beziehungsweise mit etwas mehr Puffer zum Stop-Loss, zum Knockout dann eben uns anzeigen. Sie sehen, Stop-Loss bei 70, hier fangen dann die Knockouts, weil wir die Long-Position haben, bei 69,84 an und werden dann immer geringer. Ich habe Ihnen vorhin ja noch versprochen, dass ich was zum Verlustrisiko hier sage und zu den restlichen Spalten, die hier hinten stehen. Also, angenommen, Sie haben ein gesamtes Trading-Kapital von 10.000 Euro und möchten für einen einzigen Trade, für diesen Trade in BMW Long, 100 Euro riskieren. Das heißt, 1% von 10.000 Euro möchten Sie für diesen Trade riskieren. 1% von 10.000 Euro sind dann die 100 Euro.
Und dafür müssten Sie dann aktuell diese bei Einstieg auf aktuellem Niveau 1,01 € bezahlen für dieses Zertifikat mit dem Kursziel, auch hier wieder alles schön grün farblich markiert, Kursziel dann 2 Euro, den Stop-Loss haben wir dann bei 0,01. Das wären dann 100 Stück, wenn Sie 100 Euro in dem Fall riskieren möchten, wären es 100 Stück und Sie haben eine Positionsgröße dann von knapp 101 Euro. Chance-Risiko-Verhältnis habe ich Ihnen gerade schon erzählt. Ich kann Ihnen jetzt gerne nochmal den Unterschied zu den 74 Euro Stop-Loss dann zeigen und achten Sie mal auf die Zahlen, die da unten sich dann verändern. Zuvor hatten wir 100 Stück, bei einem Stop-Loss von 70 hatten wir 100 Stück. Jetzt haben wir 166, weil dieses Tool das automatisch umrechnet und wir haben auch ein anderes Chance-Risiko-Verhältnis. Natürlich, weil der Stop-Loss dann bei 74 Euro hier notiert ist. Und wenn Sie sagen, genau dieses Zertifikat, dieses erste Zertifikat oder eventuell auch das zweite Zertifikat, das ist genau das Zertifikat, was ich dann einsetzen möchte, um diesen BMW Long Trade dann auch nachzuvollziehen, dann gibt es hier hinten einen Kaufbutton, dort klicken Sie drauf. Hier oben können Sie noch Ihren Broker auswählen, also den Broker Ihrer Wahl, bei dem Sie Ihr Online-Depot haben. Dann klicken Sie auf Kaufen und Sie werden dann automatisch weitergeleitet zu diesem ausgewählten Broker. Dort eben nur noch mit Pins und Tanz einloggen und dann können Sie sich dann auch dieses Zertifikat ins Depot kaufen. So viel dazu. Und ich würde den Sebastian jetzt noch bitten, auch wenn wir kurz vor 8 Uhr haben, zumindest noch, wir haben die VW vorbereitet und dann würde ich auch noch sagen, können wir auch noch die Deutsche Bank vielleicht noch kurz mit reinnehmen, Sebastian, wenn du die beiden Aktien vielleicht noch kurz analysieren könntest. Ja, ich gebe ein bisschen Gas. wir haben, sieht man meinen Bildschirm? Ich hoffe. Das ja, dein Bildschirm sehen wir. Sehr gut. Volkswagen möchten wir auch was Spekulatives machen. Wir wollen uns auf der Short-Seite positionieren bei Volkswagen. Die Aktie ist im letzten Jahr, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass wir diesen großen Skandal hatten. Unglaublich, wie die Zeit ins Land geht immer wieder. Wir sind exakt hier unten in diesem Bereich von 88 Euro aufgeschlagen und haben dann im Endeffekt diese Unterstützung, die vom 2011er Tief her kam, hat gehalten und wir laufen jetzt so ein bisschen eigentlich mehr oder weniger seitwärts mit leicht aufgerichteter Tendenz. Das Ganze erinnert so ein bisschen an einen Hockeystick und könnte auch so eine Flagge sein. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das ist jetzt nicht mustergültig für eine Flagge, aber die Tendenz ist da. Im Gegensatz, der Abwärtstrend haben wir, da sehen wir jetzt so eine kleine Gegenbewegung, so einen kleinen Aufwärtstrend. Und wir wollen das Ganze nutzen, um uns auf der Short-Seite zu engagieren, weil wir rechnen schon damit, dass wir nochmal eine Reaktion nach unten sehen bei Volkswagen. Momentan ist es so, dass die Aktie aus einem kleinen Dreieck dabei ist, nach oben auszubrechen. Wir hatten auch vorhin bei BASF schon, dass oft der Ausbruch angetäuscht wird in die eine Richtung, dass die Bewegung dann aber wirklich erst in die starke Bewegung in die andere Richtung kommt. Das sieht man immer häufiger, dieses Dreieck hier ist gemeint. Darauf wollen wir jetzt mal spekulieren. Und worauf ich hinweisen will, ist, dass mich die Situation sehr an die E.ON-Aktie erinnert. Auch bei E.ON hatten wir diese Seitwärtsbewegung, hatten auch zwischendurch immer mal wieder die Tendenzen nach oben auszubrechen. Wir hatten genau das Gleiche im Endeffekt. Wir hatten hier unten, danach haben das Tief noch einmal getestet, dieses Krisentief. Dann hatten aber zuvor, genauso wie jetzt bei Volkswagen auch, mehrere Ausbruchsversuche, die aber alle gescheitert sind. Und genau darauf spekulieren wir auch. Wir rechnen auch damit, dass dieser Ausbruch noch nicht kommt bei Volkswagen, sondern im Gegenteil, dass es jetzt noch eine kleinere Bewegung nach oben kommt, aber dann nochmal eine kräftigere Bewegung nach unten, wo sogar vielleicht eventuell nochmal das letzte Tief unterboten wird. Ganz so weit reicht unser Kursziel nicht, aber es sollte doch nochmal so ein bisschen die Region von 100 gehen. Schauen wir uns das Histogramm nochmal dazu an. Auch hier haben wir bei 125, 100 und 130 zwei Widerstände drin. Das obere ist die Volumenkante, das andere ist die Volumenspitze. Und in diesem Bereich
ist natürlich so, dass hier viele neue Positionen sind. Und jetzt muss man mal schauen, wie geduldig diese ganzen Anleger sind. Wir planen jetzt, dass wir einen Ausbruch aus dem Dreieck nach oben sehen, wollen uns aber bewusst dagegen stellen und wollen einen Short Trade bei 130 Euro eröffnen und rechnen dann damit, dass diese Reaktion nochmal nach unten kommt. Wir wollen uns dafür aber wenigstens die Zyklik auf unsere Seite holen. Ich kann das mal eben schnell zeigen. Das ist hier, wenn Sie sich bei uns bei Primecoins Plus einloggen, ist das der unser neuer Bereich. Da haben Sie hier die Wahl zwischen Research, Trading Services und Webinaren. Klicken wir mal auf Research. Ich hoffe, es klappt. Wir machen gerade noch Serverarbeiten. Dann sind momentan die Kategorien Marktüberblick und Seasonal Charts freigeschaltet. Wenn wir hier auf Seasonal Charts klicken, kommt ein weiterer Reiter mit Aktien. Da kommen jetzt in den nächsten Tagen noch mehrere Bereiche, die da freigeschaltet werden. Und dann sehen wir hier schon die saisonalen Charts für die einzelnen Aktien im DAX. Und wir wollen jetzt zu Volkswagen, also scrollen wir einmal nach unten. Genau, Volkswagen, klicken hier auf Details. Und haben dann hier einmal den saisonalen Verlauf, den typischen saisonalen Verlauf von Volkswagen. Und haben dann hier unten, das ist ein neues Tool, das wir eingebaut haben, die sogenannten Seasonal Signale. Also wir haben hier mit Hilfe von Handelssystemen ermittelt, wo sind die starken Aufwärtsphasen, wo die starken Abwärtsphasen und haben daraus sogenannte Seasonal Signale entwickelt. Jetzt das letzte, das aktuelle läuft vom 4.10. bis zum 4.11. und durchschnittlich legt die VW-Aktie dort 6,3% zu. Reale Performance hat sie jetzt in diesem Zeitraum von 2,49%. Wir sehen hier unten haben wir noch einmal die Top 3 Trends und die Top 3 Trends auf der Short-Seite, Entschuldigung. Und hier sehen wir, dass vom 4. November bis zum 11. November nochmal so eine kleine Abwärtsphase kommt, wo die Aktie durchschnittlich 3,19% verliert. Und das würde auch so ein bisschen in unser Schema passen, nach der Wahl nochmal eine Abwärtsreaktion. Hier sehen wir es im Chart. Und das wollen wir uns zunutze machen. Deswegen hoffen wir, dass wir Volkswagen so dann auch im November im Bereich von 130 Euro noch einmal auf der Short-Seite handeln können. Das ist unser Setup. Den Stop-Loss platzieren wir dabei ziemlich, ja, entweder man macht ihn weit oder man macht ihn sehr eng. Ich tendiere eher dazu, ihn sehr eng zu machen, so im Bereich von 135 Euro. Hier noch einmal die Zusammenfassung. Ich mache es mal ein bisschen schneller. 130, genau, Stop-Loss 136, 142. Kursziel wäre dann 104 da unten in dem Bereich. Und beim Pullback auf die Trendgerade, also wenn wir nochmal hier einen Pullback vollziehen, dann ziehen wir den Stop auch ziemlich schnell auf Break-Even nach, wenn das dazu kommt. Also dann nehmen wir das Risiko raus aus dem Trade. Dann hätte ich noch Nestle ganz schnell. Das wollen wir aber jetzt, denke ich mal, überspringen. Es wäre eine. Können es noch schnell besprechen. Nestle sehen wir, ist eine schöne Trendaktie. Ich gehe nochmal zurück. Das ist eine schöne Trendaktie hier im Monatschart, die jetzt zurückkommt, was ganz interessant ist. Hier würden wir uns eine Buy-on-Dip-Strategie zurechtlegen, und zwar eine Buy-on-Dip-Strategie auf diese Dezember-Abwärtstrendgerade. Da hätten wir die Aktie gerne noch einmal im Bereich von ja, knapp über 71 Franken. Nestle geht eigentlich so gut wie immer. Wir haben hier schon, sind hier schon an einer Unterstützung dran, sind da heute nochmal kurz runtergerutscht. Nächste Ziel wäre wirklich dieser Bereich hier zwischen 71 und 72 Franken. Das würden wir gerne sehen und würden dann hier in diesem Korridor dann auch sofort eine Buy and Dip, also eine Long-Position aufbauen. Das wäre unser Setup für Nestle. Stop-Loss ein bisschen weiter weg. Wir wollen die Kante unten noch haben. Also knapp über 70 Franken dann den Stop. Noch einmal die Zusammenfassung. Dann haben wir es auch auf dem Video nachher drauf. Können Sie sich das vielleicht in der Rückschau noch einmal genau anschauen? Unsere Strategie ist Buy on Dips. Allianz hätten wir noch. Das hatte die Trading-Gruppe letzte Woche schön analysiert. Wir haben hier im Endeffekt die 200-Tage-Linie überboten. Wir sind heute auch mit einem guten Plus rausgegangen aus dem Markt. Wir haben die Abwärtstrend gerade überboten. Wir haben gleichzeitig diese Sommerhochs überboten. Also es sieht eigentlich recht gut aus bei Allianz. Allianz hatten wir bei uns im Market Mover fünfmal schon in diesem Jahr, fünfmal haben sie erfolgreich getradet und fünfmal allerdings, und das möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, fünfmal Buy und Dip gemacht, also fünfmal in den Rücksetzer hinein gehandelt. Wir waren jetzt zuletzt auch long engagiert, trauen den Signalen aber da noch nicht ganz über den Weg. Also gerade dieses Jahr zeigt es immer wieder,
es war cleverer, mal auch mal gegen den Trend zu handeln. Und deswegen warten wir im Endeffekt hier bei Allianz jetzt nochmal darauf, dass es nochmal so einen kleinen Rücksetzer gibt, auch wenn dieser nicht zwingend kommen muss. Wir haben hier diesen Trendkanal, da könnte die Aktie auch hier durchaus nach oben laufen und sich daran orientieren. Wir hätten hier noch ein paar, die allerdings nicht sehr ausgeprägten Unterstützung und Widerstände im Marktprofil. Und das wäre jetzt normalerweise der zu erwartende Verlauf. Wenn er so kommt, okay, ist schön, kann sich jeder freuen, der drin ist. Wir hoffen, dass es nochmal runterkommt und würden dann schon bei so, ja, bei 136 ungefähr dann eine Long-Position aufbauen. Also nochmal ein Test auf die 200-Tage-Linie. Kann gut sein, nämlich, dass wir uns da so ein bisschen rausschieben, so quer rausschieben aus diesem Trendkanal. Das ist jetzt auch kein, das ist auch kein Bild, das man nicht wirklich selten sieht. Also das ist durchaus vorstellbar, dass wir da nochmal ein bisschen um die 200-Tage-Linie pendeln bei Allianz. Also hier auch nochmal schnell das Setup, Long bei 136, Stop-Loss dann bei 130 und die Strategie ist Buy und Dips. Und dann machen wir noch schnell die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist hier aus diesem Keil nach oben ausgebrochen, konnte auch heute erstmal wieder zulegen, hat allerdings noch einige Hürden zu überwinden. Neben der 200-Tage-Linie, die so ungefähr im Bereich von 14 Euro kommt, hätten wir hier auch noch so eine alte Verbindungsgerade der Frühjahrstiefs, wo wir dann bei 15 Euro ungefähr ranlaufen und gleichzeitig, wenn wir uns, genau die hier war, von der war die Rede, und gleichzeitig haben wir hier auch noch einmal ein Marktprofil, einen Widerstand oben im Bereich von 15 Euro, wo es doch sehr wahrscheinlich ist, dass wir dann von 15 Euro nochmal runterkommen in den Bereich von 13 Euro. Und da muss man schauen, was dann passiert. Also ich rechne nicht damit, dass die Aktie jetzt ausbricht und direkt über 15, 16 Euro ansteigt. Das wäre eher eine Überraschung, auch wenn wir aus diesem Keil jetzt nach oben ausgebrochen sind. Also ich denke, dass es bei der Deutschen Bank eher so verlaufen wird, rauf und dann nochmal einen Dip nach zurück. Da könnte man dann nochmal nachkaufen oder man wartet sogar darauf, dass es hier zu so einem Pullback kommt und man sogar noch günstiger noch einmal zum Zug kommt. Aufpassen muss man bei der Deutschen Bank, wenn die Aktie wieder reinfällt in dieses Keilmuster, denn dann besteht ja doch schon die Gefahr, dass es wieder noch weiter nach unten geht und das Damoklesschwert einer Kapitalerhöhung hängt ja nach wie vor über den Papieren und deswegen sollte man da schon noch ein bisschen vorsichtig agieren und aufpassen bei der Deutschen Bank. Soweit von mir und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Sebastian. Und mir bleibt dann eigentlich auch nur noch vielen Dank zu sagen. Und zwar mit dieser Folie. Vielen Dank, Sebastian, für deine tollen Analysen. Es gab jetzt natürlich noch die eine oder andere Frage zu PrimeGrants, zu deinem Portal und so weiter. Wir haben die Fragen alle hier. Liebe Teilnehmer, der Sebastian wird Ihnen die Fragen zu PrimeGrants, wo finde ich was, wird Ihnen der Sebastian per E-Mail beantworten. Sie bekommen dann auf Ihre spezielle Frage auch die entsprechende Antwort. Mir bleibt jetzt nur noch der Hinweis auf nächste Woche wieder am Montag 19 Uhr. Die Kollegen Dirk Oppermann und Armin Kremsel sind mit dabei und das Big Picture ist dort wieder das Thema. Technische Analyse mit unseren Researchern. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich freue mich aber auch, dass Sie so zahlreich mit dabei waren und wir um 20.10 Uhr das Webinar für heute auch beschließen können. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend noch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Servus, auch von mir natürlich.